Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Phoenix Wright Ace Attorney Part 76. Jetzt geht's da weiter, wo wir auch aufgehört haben. Und los geht's. Weiter präsentieren, wenn mal das Tatort-Foto. Warte mal, was ist das jetzt hier? Oh Mann, nicht so schnell hier. Planetiefgarage und dann hier Tatort-Foto. Am nächsten Betrachtung hätte ich das Foto vom Wachraum aus machen können. Aber manchmal werden sogar ich nervös. Also begaben sie sich direkt zum Tatort. Ich kletterte über den Drahtzaun, um den Mord zu verhindern. Zeit noch da ist, soll ich es vielleicht so machen dann. So. Dort habe ich dieses Foto gemacht, ja. Mit anderen Worten, 5 Minuten nach dem Verbrechen. Diese 5 Minuten sind das große Problem. Man könnte auch sagen, die Schwachstelle meiner Aussage. Die 5 Minuten waren nicht das Problem, Frau Star. Nur ihre Lügen waren es. Hör zu, junge Dame. Meine Aussage blieb schon mal unberücksichtigt. Und sie wird nicht noch einmal berücksichtigt bleiben. So wie damals. Damals? Okay, jetzt kann man auf die Stimme, wir reden. Na also. Geht doch. Meine Güte. So, los geht's. Da entdeckte ich die Wahrheit. Wir bedeuten ihnen nichts. Wir sind entbehrlich. Entbehrlich? Vor 2 Jahren. Es war der größte Fall, mit dem ich jemals betraut wurde. Polizei und Staatsanwaltschaft brauchten dringend entscheidende Beweise. Also haben sie ihn nie gelöst. Ganz im Gegenteil. Er wurde sehr sauber gelöst. Der Verbrecher wurde gefasst und hingerichtet? Ja, der Verbrecher bekam seine gerechte Strafe. Besser geht es nicht. Das einzige Problem war, man fand niemals entscheidende Beweise, nicht einen einzigen. Was? Aber der Verbrecher wurde hingerichtet, richtig? Eine Art Beweis erfunden, eine Beweise. Was? Sie meinen, es wurde jemanden aufgrund erfundener Beweise hingerichtet? Der beste Teil kam einige Monate nach der Verhandlung. Gegen jeden Inspektor, der mit dem Fall zu tun hatte, wurde Maßnahmen ergriffen. Einige wurden zu Streifenpolizisten degradiert, andere verloren ihre Arbeit. Und sie gehören dazu? Ich und eine weitere Person, die Sie sehr gut kennen. Moment, könnte es... Genau, Wachtmeister Jack Marshall. Er arbeitet im Bereich für Sicherheit bei der Polizei, nicht wahr? Ja, hier, Inspektor Marshall. Perfekt. So, noch schneller. Als professionelle Inspektoren hatten wir den Fall aus allen Blickwinkeln untersucht. Ja. Schnell kurz.
Merkel war sehr entschlossen. Jake war sehr entschlossen, meine ich. Und dann war es vorbei und er wurde degradiert. Wie auch immer. Er hat es nicht vergessen und ich auch nicht. Sie haben SL9 nicht vergessen. Dieser Fall hat noch eine weitere Seite. Eine versteckte Seite, um die geht es uns. Und keiner der spießigen Bürohengste kann uns aufhalten. Aber diese Lunchboxen, die sie verkaufen. Ich verkaufe nur aus einem Grund Lunchboxen an diese verfluchten Ort. Ich komme her, um alte Freunde zu treffen, Liebhaber, die mir bei der Ermittlung helfen. Aus der ehemalige Liebhaber, wie viele sie wohl hat. Kaum sind die zuständigen Inspektoren verschwunden, finden wir neue Beweise. Es muss eine Verbindung geben. Nun, Anfänger. Wie bitte? Anscheinend wollen sie diesen Fall wirklich untersuchen. Ja. Dann sollten sie dieses nehmen. Ein Sticklunchbox. Ich kenne jemanden, der ihnen helfen könnte, wenn sie ihm mit dem Leckerbissen locken. Oh ja, das Stick sieht echt einfach lecker aus. Sticklunchbox von Forstar erhalten. Hey, Forstar! Wachtmeister Marshall, ist er? Sind sie zusammen? Warum willst du das wissen? Ich habe mich nur gefragt, was mit ihm passiert ist. Vor langer Zeit, als ich meine Schwester bei Fällen half, war er so nett. Er verstand sich mit meiner Schwester so gut, dass ich richtig eifersüchtig war. Und er war so nett zu mir damals. Das muss gewesen sein, als Wachtmeister Marshall noch Inspektor war. Aber jetzt ist er so abweisend. JK und ich arbeiten bei diesen Ermittlungen nur zusammen. Wir lassen die Vergangenheit ruhen, sonst nichts weiter. Ich verstehe. Vielen Dank. Wachtmeister Jake Marshall. Na, also wir haben's. Boah, das hat schon viel zu lange gedauert mit der Jammerrederei hier im Hauptabwehrreiter. Aber egal, wir haben jetzt gute Infos gekriegt. Auch ledig. So, dann lass uns los. So. Erstmal hier hin. 23. Februar, Polizeirevier Eingang. Hier ist heute mehr los als gestern. Die Inspektoren rennen so schnell herum, dass sie ganz verschwommen aussehen. Ich denke, das ergibt Sinn. Ein Inspektor wurde im eigenen Revier ermordet. Ja, und das werden die Fische auch im eigenen Revier ermordet. Gegenseitig ermorden die sich dann. Die peitschen sich mit ihren Schwanzflossen hinten rein ins Gesicht und sterben. Aber was? So, der Beweisraum, der Tatort. Den Platz zufolge, den wir am Eingang bekommen haben. Hier ist es. Sie erinnert mich an ein Kind. Im Vergnügungspark. Oh, ein echter Tatort. Lass ihn uns mal ansehen. Nee.
Achso, anziehen, ja klar, natürlich, klar, 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 können wir. Alles gut. So, hier. 23. Februar. Eingang, Beweisraum, Wachraum. Was ist denn das für eine Einrichtung? Sie ist sehr exzentrisch. Laut Prospekt ist dies der Wachraum, der Beweisraum. Hinter dieser Tür befindet sich also der Beweisraum, der Tatort. Sieht ganz so aus. Oh, oh. Was ist denn? Diese Kakteen sind so stachelig und imposant. Ich kann kaum klar denken. Wenn du nicht mit Kakteen klarkommst, solltest du dich von der Wüste fernhalten. Wenn das hier ein Wachraum ist, wo ist dann die Wache? Ich glaube, ich weiß schon, wer der Wachmann ist. Cowboy Joe. Vielleicht. Der Weißraum liegt hinter dieser Tür. Gehen wir einfach rein. Die Tür geht nicht auf. Was dachtest du denn? Wir brauchen erst eine Geheimgenehmigung. Ja, okay, dann gehen wir weiter. Wir würden hier gar nichts untersuchen. Lass uns erst einmal. Wir kommen hier später zurück, wenn es soweit ist. Was schon wieder? 23. Februar, Polizei. Reviereingang. Dieser Ort ist hektisch. Wie? Ach Gott, dieser Ort ist hektisch, wie immer. Bitte? Hä, war das nicht? Ah, ja. Ein Steglunchbox, bitte. Oh, Sie sind's. Inspektor Gamsche. Keine Zeit fürs Schwätzen. Keine Zeit für ein Schwätzchen. Junge, hab zu tun. Sie meinen eine von diesen? Sie ist aber eigentlich nicht zu verkaufen. Ich glaube, ich habe gerade gehört, wie es ihr das Herz brach. Jetzt ist keine Zeit zum Trümpferblasen. Wir haben unsere Verbrecher. So, jetzt fehlen nur noch die Beweise. Den Verbrecher, Sie wollen damit sagen, haben Sie gehört, dass jemand im Beweisraum des Reviers erstochen wurde, Junge. Ja, habe ich schon gehört. Wurde ein anderer Inspektor im Polizeirevier umgebracht? Und der Täter, haben Sie einen Verdächtigen? Nun, es gibt einen. Wurde gerade ihn festgenommen. Es ist der größte Skandal aller Zeiten fürs Revier. Alles geht drunter und drüber. Aber Inspektor Gamsho, wer war das denn? Hören Sie zu, Junge. Ich weiß nur, dass ich einen Steglunchbox brauche. Sofort. Vom Rumstehen und Quatschen bekomme ich keinen vollen Bauch. Warten Sie. Gehen Sie nicht weg. Wenn Sie mehr wissen wollen, gehen Sie zur Strafanstalt, Junge. Das Verhör dürfte zu Ende sein. Deshalb wird er jetzt wohl schön weinen. Später. Er lief zum Beweisraum. Nun, diese Ermittlungen laufen ja rasend schnell an. Okay, dann lass uns weitergehen.
Nicht 100 Tonnen. Nein. Nein, ich fliege zum Wachraum. Ah, oh Gott. Deswegen hier. Ja, hier will ich ihn, genau. Strafanstalt will ich, meine Güte. Och Gott. 23. Februar, Strafanstalt, Besucherraum. Dennoch irgendwie hab ich jetzt ein besseres Gefühl, wenigstens ein bisschen. Nun, sie haben die Person gefasst, die Inspektor Goodman erstochen hat, nicht wahr? Ja, ich glaube schon. Darauf sollte ich wohl nicht zu sehr eingehen, sonst wird das Ganze zu übersichtlich. Oh Mann, so ein Penner, ey. Ui. Was war denn das? Ganz meine Meinung, ey. Ein Verbrecher. Ich würde eher sagen, an mir wurde ein Verwalt verübt. So sieht's aus. Oh, ich stehe. Der zieht einfach einen Schaden, Alter, wirklich. Da waren so viele Vermittlungen noch dabei drin. Cool. Hallo, guten Tag. Moment, ich weiß, wer Sie sind. Entschuldigen Sie bitte, ist Herr Edgeworth irgendwo im Gebäude? Ich bin auf Anweisung des Polizeichefs hier. Ich habe Ihren Bericht. Ach, Meister Männchen, Sie sind als Wärter hier in der Strafanstalt? Nein, bin ich nicht. Ich bin ein Streifenpolizist, der sich verirrt hat wie ein Lamm. Ach, jetzt verstehe ich. Sie sind hier, um einen Bericht vorbeizubringen. Ja, klar. Nein, eigentlich, wie soll ich sagen? Moment, er hat doch wohl nicht, oder? Sie, Wachtmeister Menkins, Sie haben doch nicht etwa, Verbrecher Menkins, melden Sie sich zur Stelle. Was? Verbrecher Menkins, das passt schon eher zu dir, Alter. Och, Junge, du gehst mir gerade so auf die Bürgersteige, Alter, du nervst. So. Das ist ja mal eine überraschende Wendung. Nein! Ich will doch noch nichts vorlegen. Ich will erstmal hier ein bisschen babbeln hier. Tag der Verbrechens. Ja. Alter, mach das. Sprich da noch einmal rein, Alter. Und ich schwöre dir, ich reiß dir den Kopf ab, Alter. Ich bin Streifenpolizist in der Abteilung Allgemeine Angelegenheiten. Jawohl. Au, ich kann Sie gut hören. Wachtmeister Menkins. Ich hatte an diesem Tag etwas zu erledigen. Deshalb bin ich zum Beweisraum gegangen. Der Wachraum vor dem Beweisraum war nicht besetzt. Normalerweise befindet sich also ein Wachmann beim Beweisraum. Jawohl, weil Beweise im Beweisraum aufbewahrt werden. Nun, der Wachmann war niemand anders als Wachtmeister Marshall. Na, das war wieder klar, als ob man sich das nicht gedacht hätte. Dann blickte ich zufällig auf den Monitor im Wachraum. Da habe ich gesehen, eine verdächtige Person im Beweisraum. Eine verdächtige Person, jawohl. Ja, komm, er wirkt dich selber, genau. Was macht der denn da?
Was ist denn passiert? Er wollte sich jetzt gerade aufhängen. Na nun, ich, alles war auf einem weiß. Ich sah rot, mir wurde schwarz vor Augen. Und als ich wieder zu mir kam, war ich hier in der Strafanstalt. Wie lange waren Sie denn bewusstlos? Mehrere Tage? Dürfte ich fragen, was mit Ihrer Hand passiert ist? Jawohl, es war niemand da, um mich zu verbinden. Also habe ich meine Möglichstes getan, um das zu versorgen. War ja klar. Ein Verband an seiner Hand, genau wie bei Frau Sky. Noch eine Parallele zwischen diesem Fall und dem Fall im Büro des Staatsanwaltschaft. Ach Gott, nun der Reihe nach. Erzählen Sie uns doch, wie Sie sich die Hand verletzt haben. Es geht mich ja nichts an, aber Sie sind der Täter, stimmt's? Sie haben Inspektor Goodman im Beweisraum getötet, nicht wahr? Guter Mann. Ey, hör auf mit dem Scheiß, Alter. Ich schwör dir. Ich erwürg dich gleich mit dem Ding, wenn du nicht aufpasst, Alter. Leg das scheiß Mikrofon weg, Alter. Wir verstehen dich genauso gut, Alter. Bitte schauen Sie mich nicht mit diesem traurigen Dackelblick an. Alter. Kann einer dem das Megafon abnehmen oder dem das Megafon in den Mund stecken? Und dann richtig den ganz weit den Rachen runterschieben, dass er dann erstickt? Wenn Sie mich schon als etwas abstempeln müssen, dann stempeln Sie mich als Opfer ab. Das würde ich ja gerne, nur leider sind Sie in Haft, außerdem wohl auf und gesund. Ach ja, das stimmt allerdings. Ich denke, so könne man das sagen. Kannten Sie das Opfer, Inspektor Goodman? Nun, wenn ich ihn entweder als Fremder oder völlig Fremden bezeichnen sollte. Alter! Wie kann einer, so einer wie du, überhaupt Polizist werden? Das verstehe ich nicht, Alter. Das darf echt nicht wahr sein. Die sollten dich rausschmeißen. Aber das geschieht ja nicht. Das geschieht ja nicht so. Das geschieht ja echt so recht. Meine ich, dass du hier im Knast sitzt, Alter. Auch nicht verrottest du da drin, Alter. Dann würde meine Wahl wohl eine eher in Richtung des völlig Fremden tendieren. Sie haben ihn also nicht gekannt. Ich arbeite in einer kleinen Abteilung ohne Licht oder jegliche leibliche Wohl. Ist das ein Tenai? Das darf ich nicht wahr sein, das darf ich. Alter, ernsthaft, das darf doch nicht wahr sein, sowas. Ich kenne überhaupt keinen Inspektor. Wenn er aber doch ein völlig Fremder war, warum haben sie ihn dann erstochen? Die Absicht, ihn zu töten. Außerdem kann ich mich nicht daran erinnern, ihn getötet zu haben. Junge, wenn du das doch einmal da durchschreist, Alter, ich schwöre dir, ich erwürg dich mit dem Scheißkabel, Alter. Jeder versteht dich genauso gut als wir. Alle verstehen dich sehr gut, Alter. Und du schreist durch dieses Scheißdinger durch. Mit einem Scheiß-Megafon. Wenigstens gibt's hier einen, der noch weniger Plan hat als ich. Verbundene Hand. Hm. In ihrer Hand ist das passiert, als Inspektor Goodman erstochen wurde. Ach, Junge.
zeig's dir noch einmal, okay? Ja, nun sehen sie ich. Glauben Sie nicht, dass Sie einfach stehen sollten? Aber ich habe... Ich brech dir gleich dein Genick, Alter. Aber ich habe... Ich konnte doch nichts tun. Sie konnten doch nichts tun, um die Wahrheit zu sagen, als es passiert ist. Als der Inspektor mit dem Messer bedroht, habe ich einfach nur geschrien. Und das nächste Wort, an ich mich erinnern kann, ist, dass ich bewusstlos war. Und das nächste, woran sie sich erinnern konnten, war das, als ich dann meine Augen öffnete, war ich alleine im Beweisraum, ganz allein. Alleine, weil... Gott sei Dank hab ich das diesmal nicht gehört, Alter, sonst hätte ich dir den Schädel abgerissen, Alter, wirklich. Provozier mich nicht, Alter. Weil Inspektor Goodman verschwunden war. Wie bitte? Als ich dann an mir runtersah, quoll das Blut aus meiner Hand. Junge, Alter, ich sag's dir noch einmal, hör auf mit dem Scheiß, wirklich, Alter. Was für ein Schock, was für ein Gemach, welche ein Gefühl verstehen Sie? Die Leiche des Opfers war verschwunden. Ja, ich werde dich gleich verschwinden lassen, Junge. Das ist mal ein Ding. Na, also, endlich. Gut, dann bin ich jetzt hier ein paar, bis zum nächsten Part wieder. Bis gleich, euer Naruto 1986. Schreibt mir, wie ihr kommt, abonniert meinen Kanal, würde ich mich sehr darauf freuen. Danke, bis gleich.